Am Morgen des 27. Januar 1521, es war ein Sonntag, predigte Augustinermönch und Hochschullehrer Martin Luther zunächst den Schäfchen seiner Wittenberger Stadtkirchgemeinde über Genesis Kapitel 9 und danach seinen Mitbrüdern im Augustinerkloster über Matthäus 20, das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Es ist nicht bekannt, ob ihn während des Predigens der Gedanke ablenkt, dass am selben Tag einige hundert Kilometer von Wittenberg entfernt, in Worms am Rhein, eine Versammlung der Reichsstände unter dem Vorsitz des erst jüngst gekrönten Kaisers Karls V. zusammentritt. Luther wird ein Hauptdarsteller dieses Reichstags sein, nur weiß er davon jetzt noch nichts. Geradezu fassungslos beobachtet der Gesandte des Papstes, Hieronymus Aleander, schon seit Monaten in Deutschland unterwegs, dass die Stimmung im Volk und auch unter den Mächtigen des Reiches immer unverhohlener in Sympathie für den Wittenberger Reformator umschlägt. Der Papst hatte ihn nach Deutschland geschickt, um am Hofe Karls V. gegen die Reformation und namentlich gegen den Wittenberger Doktor Martin Luther, den er in seinen Briefen gerne un Ribaldo, einen Schurken, nennt, Stimmung zu machen mit dem Ziel, alle reformatorischen Impulse niederzuringen und die Alleinherrschaft der päpstlichen Kirche zweifelsfrei wiederherzustellen. Friedrich III., auch der Weise genannt, Kurfürst von Sachsen. Der zum Zeitpunkt des Reichstags in Worms fast 60-Jährige ist ein politisch einflussreicher Mann. Als Kurfürst von Sachsen gehört er dem Wahlgremium an, das Könige und Kaiser macht. Friedrich unterstützt Martin Luther und er schützt ihn. Ein Bekenntnis zu Luthers theologischen Lehren sucht man bei Friedrich jedoch weitgehend vergeblich. Auch hat der Fürst den Wittenberger Doktor nie persönlich empfangen. Aleander hatte in Friedrich schnell den wichtigen Gegenspieler erkannt. Wie groß seine kaum gezügelte Verachtung gegen den Fürsten sein muss, lässt sich daran erkennen, dass er ihn hin und wieder Il grasso marmotta, das fette Murmeltier, nennt. Wir, Karl V. Dieser junge Mann ist die wichtigste Figur auf dem Reichstag in Worms. Der erst vor einem knappen Vierteljahr gekrönte Kaiser Karl V. Karl ist ein 20-Jähriger. Sucht man ihn während des Reichstages, findet man ihn oft auf der Rennbahn bei den schnellen Pferden. In Worms werden täglich Ritterspiele ausgetragen, für die sich der junge Kaiser sehr interessiert. Diese internationale Sprache der Wettkämpfe und des Entertainments versteht Karl gut, anders als das Deutsch, das seine Untertanen hier sprechen. Das versteht der Kaiser nämlich nicht. Karl, der katholischen Kirche ergeben, hat es auf dem Reichstag mit einem immer mächtigeren Stimmungsumschwung zugunsten Luthers zu tun. Was Karl nicht versteht, er ist ein entscheidender Faktor des ersten Medienzeitalters auf der Grenze zur Neuzeit und er hat keine Antwort auf diese neue Herausforderung. Während das Lager Luthers beinahe täglich die Welt mit frisch gedruckten Flugblättern flutet und damit die neuen Lehren in Windeseile unter den Menschen verbreitet, kopieren die Schreiber von Fürsten und Kaisern ihren Kanzleien tagelang handschriftlich Sitzungsprotokolle. Die Hauptrollen des anbrechenden Dramas sind also besetzt. Worms wird in diesen Januartagen des Jahres 1521 zur Bühne eines Welttheaters. Vorhang auf im Theatrum Mundi.